Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute würde ich mich gerne ein bisschen mit der Flora und Botanik des südamerikanischen Kontinentes auseinandersetzen. Und dafür gehen wir direkt mal ins Spiel rein und gucken mal, was da uns die Natur so bietet. Ansonsten natürlich klicken wir erstmal auf Filter und klicken auf Design und sagen Südamerika. Und da haben wir ja richtig viel Auswahl. Mann, da weiß ich ja gar nicht, was ich wählen soll. Wir haben ganze 3 Bäume zur Auswahl. Das ist ja sehr... Okay, das sieht sehr cool aus. Das sieht schon sehr fett aus. Obwohl, wenn man sich dazu anguckt, ne, wir haben hier einen rosa Schmetterling, ein lila, blau, grün und so weiter. Ich glaube, das leuchtet alles in verschiedenen Farben des jeweiligen Schmetterlings. Ist natürlich auch super. Aber ich weiß nicht, ob das ganz harmoniert. Wir sollten uns das mal vielleicht im Dunkeln angucken. Was haben wir denn noch? Ein Stein. Da haben wir aber den Stein der Weisen erwischt. Und was hätten wir noch? Und wir haben hier noch einen Baum, der wächst gerade in irgendeiner Ruine. Okay. Das ist aber jetzt nicht so viel, wie ich gedacht hatte. Ich wollte eigentlich eher normale Bäume haben. Gibt es denn da vielleicht noch irgendwie Inhaltspakete Südamerika? Oh, da gibt es noch mehr. Okay, alles klar. Alles klar, pass auf. Also, wir müssen sagen, Design... Nein, Design ist genau. Design dürfen wir nicht anklicken, sondern Inhaltspakete. Ganz wichtig. Oder wir klicken Kontinent an. Geht das auch? Kontinent geht auch. Okay, alles klar. Obwohl, Kontinent zeigt nochmal ein bisschen mehr, ne? Wir haben hier Süd- und Mittelamerikanisch. Ah, warte mal. Süd- und Mittelamerikanisch. Und hier ist südamerikanisches Paket. Aber ich würde sagen, wir gucken mal Süd- und Mittelamerikanisch, wobei das hier jetzt nicht gerade so passen wird. Deswegen klicken wir mal auf Inhaltspaket Südamerika und gucken mal, was wir da für Bäume haben. Das ist auch nicht besonders viel. Oh je. Oh je. Okay, wir hätten hier einen Baum. Der sieht toll aus. Der ist auch in grün. Das ist schon mal sehr gut. Dann hätten wir noch einen Baum in kleiner und nochmal einen Baum in noch kleiner. Und das war's. Oh, und spanisches Moos? Also... Nenn mich einen Lügner, nenn mich einen Trottel, nenn mich irgendwie einen, der nicht in der Schule aufgepasst hat. Aber Spanisch und Südamerikanisch, das ist, glaube ich, ein bisschen weit auseinander, soweit ich mich erinnere. Also das sind 2 verschiedene Kontinente. Ja, okay, kann man... Ich meine, es sieht gut aus, keine Frage, ne? Aber... Wieso heißt das denn? Heißt das wirklich spanisches Moos und wächst in Südamerikanien? Okay, das ist krass. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Okay, dann haben wir hier irgendwelche... Oh, die sind schön, die Blumen. Kann man die auch umfärben? Oh, die kann man auch umfärben. Das ist sensationell. Was hätten wir... Ey, wir haben hier noch mehr Bäume. Wir haben hier einen Ameisenbaum. Natürlich. Wir haben hier einen... Also man sieht erstmal... Nur Holz. Nur Holz. Okay, noch weiter Holz. Und dann hast du so Genickstarre und denkst ja, sollen wir riskieren, weiter zu gucken? Oder gucke ich jetzt unten auf den Boden? Na komm, wir gucken noch ein bisschen weiter. Oh, da ist was grün. Ja, knack. Das ist ja... Puh. Also, ich sag mal so, ja. Also, wenn dann vielleicht in der Höhe. Ah, vielleicht in der Höhe, das würde gehen, ne? Also, der muss ja jetzt nicht so... Schwierig, schwierig, schwierig. Ist echt schwierig. Weil die Flora hätte ich mir jetzt so ein bisschen üppiger ausgedacht. Beziehungsweise eher so Dschungel-like. Ja, hier sind ein paar Bäume, aber das war dann auch. Alter, der ist auch so hoch, ne? Boah. Okay, dann hätten wir noch einen Baum, der gefallen ist. Ja, okay. Ich glaube, das ist derselbe wie aus Planet Coaster. Ne, der sieht so ähnlich aus mit den Wurzeln. Aber der wurde ein bisschen verlängert. Und das sieht so aus. Darf ich noch mal ganz kurz was machen? Nur ganz kurz. Ich möchte nur mal kurz was zeigen. Und zwar, pass auf. Warte. Es ist einfach so. Ich muss es einfach machen. Warte. Wo haben wir denn hier abgerundete Formen? Ja, sensationell haben wir doch hier was. Und hätte ich dann noch vielleicht... Wieso? Einfache Kugel. Das sieht aus wie so eine Schneekugel, ne? Na, krass. Warte. 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 Okay. Ich habe wieder Spaß. Ja.
Machen wir hier schwarz. Schwarz. Okay. Warte. Ich brauche noch mehr. Ich brauche mir jetzt ein Tier. Aber nur, weil ich es kann. Warte, ich brauche irgendwie Haare. Ist noch nicht so das wahr. Ich muss das Thema wegmachen. Ja, professionelles Gameplay sieht anders aus. Ich hab gerade echt Spaß. Warte mal. Oh ja. Du kannst hier so schöne Sachen mitmachen und vor allem so spontan. Ich versuch mal ganz kurz was. Bau. Gibt es hier, ich muss mal ganz kurz gucken, gibt es das wie in Planet Coaster oder gibt es sowas nicht? Es sieht nicht danach aus. Ich verrate jetzt aber nicht, was ich suche. Da ist es doch. So. So. Ziehen wir ein bisschen runter. Ja. Machen wir in dunkel, oder? Ja, komm. Dunkle Haare. Oder grün. Sagen wir so grüne Haare. Ja, komm, wir machen so grüne Haare. So, machen wir hier grüne Haare. Passt besser zu den Haaren. Alter, ey. Schön. Was soll man sagen? Kreatur 2.0? Es ist ein Ottifant. Es ist ein Ottifant. Es ist ein Ottifant, der die Augenbrauen so guckt. Krass. Nee, den Mund braucht man nicht, finde ich. Also das ist irgendwie, das ist so perfekt. Ne? So. Das ist ein Ottifant. Definitiv. Oh ja. So, wir gehen wieder zurück zum Gameplay. So, wir gucken mal bei nordamerikanisch. Nee, wir schauen mal bei Afrikan. Oder? Warte mal, ozeanisch vielleicht? Okay, hier hätten wir eine Palme. Das wäre ganz okay. Ich gucke nochmal ganz kurz bei afrikanisch. Also ich suche irgendwie so ein Thema, was... Elefantenbaum. Das Problem ist, wenn ich jetzt afrikanisch nehme, greife ich ja da hinten wieder auf, ne? Also normalerweise würde afrikanisch echt gut hier passen, aber ich vermische vielleicht ozeanisch. Korkholzbaum, was... Warte mal, Korkholzbaum ist ozeanisch, Tropen und Wüste. Aha. Ja, also ich glaube, wir gehen Richtung ozeanisch in der Flora mäßig. Ja. Also ich würde eher auf ozeanisch tippen. Obwohl, es vermischt sich ja sowieso, ne? Wenn du jetzt mal guckst, das ozeanisch, nordamerikanisch, südmittelamerikanisch, Tropen. Tropen. Warte mal, was wäre denn unter Tropen? Wir könnten ja unter Tropen gucken. Ich glaube, das wäre ganz akzeptabel. Schau mal. Alter, du machst mich so fertig, ne? Du machst mich echt fertig. Ja, Tropen. Tropen ist das, was wir nehmen. Ja. Tropen. Definitiv.
Ne? Und das wird richtig bewuchert hier. Richtig bewuchert. Ne, sind keine Wurzeln, ne? Das sind verfaulte Blätter oder so. Keine Ahnung. Ja, Tropen. Bananenstaude. Da kannst du alles reinballern. Alles. Das ist das Schöne. Das ist wirklich jetzt... Ne, jetzt kannst du hier wirklich machen und tun, was du willst. Du kannst hier platzieren, du kannst sowas hier setzen. Oder sowas hier. Ey, die sind schön. Die sind schön. Die nehmen wir auf jeden Fall. Und hier nochmal eine. Ich mache das jetzt erstmal so randommäßig, ne, dass wir gucken. Oder beziehungsweise, dass wir uns mal vormerken. Das ist so eine Art Brainstorming. Ja, und platzieren wir mal hier. Wird natürlich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich noch ein paar Mal geändert. Aber ich möchte jetzt erstmal gucken, was man so damit machen könnte. Das würde auch Sinn machen. Das würde definitiv Sinn machen. Irgendwo ist auch bestimmt Baum. Die sind aber echt riesig, ne? Ist das so in Ozeanien und alles? Den sehe ich eher nicht so. Palme? Ja, Palme auf jeden Fall. Definitiv. Dann hätten wir hier noch diese Palme. Die könnte man noch platzieren. Küstenmangrove. Normalerweise würde ich sagen nein. Ne? Wegen dem ganzen Wurzelwerk. Aber tatsächlich finde ich das noch nicht mal so schlecht hier. Das finde ich jetzt tatsächlich noch nicht mal so übel. Boah, gibt es aber echt viel, ne? Den hier auf jeden Fall, den finde ich schön. Dann den nochmal und Vogelnest. Ist da ein Vogelnest drin? Das wäre krass. Okay, so ein Baumstumpf auf jeden Fall. Das ist halt, wie gesagt, erstmal so eine Art Brainstorming, ne? Dass wir mal gucken, was das Spiel kann, beziehungsweise was so in Frage kommt. Sowas zum Beispiel nicht. Das finde ich viel zu hoch und das ist so unpassend. Deswegen sehe ich davon erstmal ab. Aber ich würde zum Beispiel das so platzieren beispielsweise. Ne? Dass man denkt, das kommt so von diesem abgestorbenen Baum da. Beispielsweise. Ne? Dann hätten wir hier noch das. Okay. Das sieht doch... Machst mich echt fertig, ne? Das hätten wir noch. Und ist auch wieder. Der ist schön, aber zu wuchtig. Der ist viel zu wuchtig. Den könnte man vielleicht südamerikanisch, tropen, nordamerikanisch. Ich weiß nicht, ob der zu einer Affenart passt. Müssen wir mal gucken. Das hier wäre auch noch, wo ich sagen würde, ja. Würde auch gehen. Ein abgestorbener Baum, definitiv. Ja, den nehmen wir auch. Setzen wir auch mal hier hin. Ja, der ist schön satt. Der ist sehr gut. Der ist wieder so wuchtig, ne? Der ist so richtig wuchtig. Den sehe ich tatsächlich nicht so. Der ist zwar ineinander verdreht, aber... Ich weiß nicht, irgendwie das Rote in dem Baum stört mich. Also ich fand das zum Beispiel bei den Pandas super schön, aber hier würde das, glaube ich, nicht passen. Ich platziere den mal, aber ich vermute eher, dass wir den nicht nehmen werden. Den Rüssel haben wir ja sowieso schon. Ich finde den zu wuchtig, ne? Ich finde den zu hoch. Den auf jeden Fall noch. Küstenmangrove hatten wir ja schon. Ich glaube, die hatten wir auch schon. Aber kann ich ja trotzdem platzieren. Ist ja jetzt nicht weggeworfen, ne? Die werden wir ja sowieso irgendwann mal wieder brauchen. Das war zu wuchtig. Das stimmt.
Die platzieren wir mal. Und die finde ich auch echt schön. Aber die würde ich jetzt auch nicht hier sehen. In diesem Themenbereich. Ne, bei der Affeninsel. Den würde ich dann, weiß ich nicht, woanders irgendwo platzieren. Ist aber, glaube ich, immer auch Geschmackssache. Bananenstaude. Ja, nehmen wir auch. Apfelmangrove. Ja, Apfelmangrove auf jeden Fall. Und dann hätten wir noch... Das würde ich gerne auch platzieren. Und zwar hier irgendwie, ne? Müssen wir nur gucken. Ich glaube, das muss oben drüber schwimmen, ne? Darf kein Wasser reinlaufen, oder? Muss da Wasser reinlaufen? Das ist jetzt die Frage. Frage der Fragen. Muss da Wasser reinlaufen? Eigentlich wäre das ja nicht so tragisch, ne? Warte mal. Nein, Natur wollte ich nochmal. Natur, dankeschön. Man kann ja auch ein bisschen übertreiben. Weil geht schräg, ne? Kann das vielleicht sein, dass wir das hier nach ausrichten müssten? Das da? So, und dann hier vielleicht ausrichten. Ist das besser? Ist wahrscheinlich besser. Ich guck mal ganz kurz. So, der kann weg. Hallo? Der kann weg, danke. Ist im Wasser, ne? Ja, ist im Wasser. Was ist das denn? Oh, die wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, wir haben jetzt eine gute Auswahl. Ne, wir haben jetzt von jedem etwas. Man kann ja immer noch variieren. Das ist so schön. Ich markiere die mal. Moment. So, so. Der noch und der Baum auf jeden Fall. Der muss mit. Und dann speichern wir das. Als mit Schatten. Mit Schatten. Nein, dann kannst du wie bei Silvester, kannst du dann irgendwie was draus lesen, was du da siehst. Ein Flaschengeist zum Beispiel. So, das nennen wir dann Ottifant. Ne, mit Haare müssen wir aufnehmen. So, ne? Ja. Eine einzigartige Skulptur von einem Wahnsinnigen. So, keine Größenordnung. Und das wird dann gespeichert als Statue. Definitiv als Statue. Nee, pass auf. Eine einzigartige, spontane Skulptur. So. Bauplan erstellen. Sehr schön. So, wird gespeichert. Sensationell. Du solltest das eigentlich auch als Gebäude übernehmen. Nein, hat er nicht gemacht. So. So. Und das machen wir jetzt nochmal. Wir ersetzen die, genau, weil das jetzt als ein Gebäude gespeichert wurde. Und zwar so würde ich das speichern. Wieso hat er das nicht gespeichert, die Namen, die Sachen? Und die fand eine einzigartige spontane
Kultur. Ja, das machen wir. Statue da gespeichert, den Rest nicht. Rest nicht. Kostet $70 im Spiel. Kann man sich gut gönnen. So. Jetzt sagen wir aber erstmal, das habe ich ganz vergessen, tatsächlich. Wieso kann ich hier nicht? Achso. Gehege, Panda, Risiko. Okay, da machen wir mal ganz kurz das. Zu viel Müll vorhanden. Also, ja. Der afrikanische Themenbereich, ne? So, eigentlich fast Standard. Das müssten die Besucher eigentlich wissen, Gott. Das ist Deko. Wieso kehrt ihr zusammen, meine Freunde? So. Dann machst du hier mal bitte sauber. Dankeschön. Dann Alice Chapman. Hallo. Dann haben wir Ellerina. Hallo. Dann Clarice Patterson. Hallo. Marco Sansen. Darth Siren. Hallo. Dann Swaggy Peter. Hallo. Und Nasenatis. Hallöchen. So. Die Kehrmeister kehren ja jetzt gerade hier. Das ist schon mal gut. Ja. Ich glaube, den machen wir als Maskottchen irgendwo hin. Den machen wir als Maskottchen hier irgendwo hin. Wobei, den könnten wir theoretisch hier noch so ein bisschen hinziehen, ne? Dann sieht er noch ein bisschen besser aus. So. Ist das jetzt eigentlich Also, wenn ich jetzt sage, pass auf, als Bauplan speichern, ne? Hallo. Ich wollte mich nochmal ganz kurz zu Wort melden und zwar ist das Spiel gerade abgestürzt und gleichzeitig auch OBS, da kam dann Endwenkfehler. Heißt, irgendwie mit der Grafikkarte ist da irgendwas passiert, also irgendwie eine Fehlerkodierung seitens des Spiels. Heißt, das hat auch OBS abgeschossen und da hatte ich so ein bisschen Panik, weil wenn sowas passiert, also das OBS abbricht, dann ist diese Aufnahme nämlich eigentlich nicht zu gebrauchen. Und in diesem Fall hatte ich tierisches Glück, dass die Aufnahmen noch gerettet werden konnte und du konntest es sehen zum Glück, den Ottifanten, den legendären, einzigartigen Ottifanten, da war ich sehr, sehr froh drum, weil das war so eine spontane Idee und es wäre echt schade gewesen, wenn die jetzt du nicht sehen hättest können, sondern ich nur im Nachhinein präsentieren können und das wäre natürlich dann nicht so, glaube ich, witzig gewesen. Auf jeden Fall, es tut mir wirklich furchtbar leid, das Spiel ist einfach abgestürzt und hat OBS mit abgezogen und deswegen, naja, ist diese ganze Sache jetzt leider beendet. Also, ich hoffe einfach mal, dass so einigermaßen was gespeichert wurde. Werde ich jetzt morgen gucken und lass mich dann mal überraschen. Und ansonsten, naja, wir haben jetzt auf jeden Fall einen kleinen Leitfaden, welche Flora wir nutzen werden, welches Grünzeug da platziert wird. Wie, wo, was, wie viel, ne? Das kommt alles in den nächsten Folgen. Aber ich denke mal, wir werden uns da sowieso immer Zeit lassen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören. Und sorry nochmal. Bis dann. Tschüss.